So. Also machen wir jetzt ganz schnell Team Rocket. Gehen runter zu Koga und verlernen Blitz. Genau in der Reihenfolge. Vorher können wir uns einen Abra holen, fällt mir halt auf. Kriegen doch hier quasi einen Abra geschenkt. Ach ja, ich muss erst die Münzkorb holen. Da war ja was gewesen. Ich muss mir erst den Münzkorb holen. Ja, stimmt, in der Spielhalle. Genau. Man findet da genug Geld. War das hier drin oder war das eins weiter vorne? Zwei da vorne. Fun Fact in dem Hotel, wo ich gerade drin gewesen war, konnte man der ersten Generation einen PC anquatschen, der tatsächlich in der Ecke stand, aber der unsichtbar war. Ja. Weil es die Nachbar von Pokémon Center war. Genau, oh, yay, ich fühle mich so klug. Pokémon Fun Facts sind mein Hobby. Neben YouTube und anderen Dingen. So. Dachte, Competitive-Spieler mit deinen Fun-Teams zum Ausrasten bringen. Das ist auch lustig, ja. Beide. Ja, ich hab einen Mix Gyarados, ja. Dann kommt keiner ran. Mix Gyarados mit D-Dance und Hochmut und Donner. Das habe ich gegen ein Regenteam gebaut. Was? Wir finden hier nicht genug Geld. 100. Ah, ich meine, der würde irgendwo 100 rumliegen. Hast du schon den Detektor? Nein, ich habe nicht genug Pokémon dafür. Ah. Nein, ich werde garantiert nicht Geld kaufen. Lieber finde ich jetzt nochmal 500 hier. Ich kann mir die auch quatschen. Manchmal geben die einen auch Geld. Jo. So, hier quatschen wir den noch ein bisschen an. Aber gib mir Geld! Gib mir Geld! Ich bin arm, ich brauche Geld. Yay! 20! Ich glaube, ich habe 100. Ich glaube, ich habe 100 zusammen. Ach, das war so cool. 80, verdammt! So schön, fehlen noch 10. Das war so schön, immer früher einarmiger Bandit zu spielen. Ich habe nie gespielt. Ich war einfach reich und habe mir das Geld einfach mal geholt. So habe ich es gelöst. Ich habe nie gegambelt. Okay. Nie. Ich habe immer gegambelt. Ich habe sogar mal 3 Stunden gegambelt. Als 9-Jähriger. Nein! Aber kurz 80. Okay, we will back tomorrow. So. Dann halt nicht. Dann heilen wir uns noch kurz und rennen durchs Team Rocket Haus und. Ich überlege gerade, mit welchem Pokémon kann ich mit Bisaknoss machen wir dann einfach. Das liegt am Plan. Bisaknoss ist Pflanzen-Pokémon. Ja. Slay mir einfach Giovanni damit. Weil wir jetzt ganz schnell irgendwie Slipcoop brauchen. Oh, ich merke gerade, in einer halben Stunde muss ich einen Kampf machen. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Ich mache ja bei Pokémon Mumble mit. Und 19 Uhr habe ich einen Kampf. Heißt, wir hören auf jeden Fall spätestens 19 Uhr auf in einer halben Stunde. Okay. Dann muss ich auch jemanden beim Stream einrichten helfen. Also passt es gut ab. Ja, was schon. Ich streame ja. Oh Gott, das ist mir Sinn, was mit der magischen 3-Stunden-Marke angelangt. Und ich darf das alles noch zusammencutten. Oh, es brennt cool. Ach, wird schon. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich, wirklich verdammt schnell bin, kriege ich Team Rocket noch hin. Durch meine Speedrun-Threads raus. Meine nicht vorhandenen Skills. Ich wurde angeschrieben, wahrscheinlich jetzt schon. Ja, ich wurde schon vom Mods angeschrieben. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich warte eigentlich tatsächlich nur auf meinen Kontrahenten. So, bam, drücken wir dann Konfusion rein. Also 26 ist Giovanni der Erste. Meinst du? Ja. Also 25, 24, 29. Ja, das passt.
Er müsste ja nur Boden-Pokémon haben. Zwei Boden, beziehungsweise Onix, Rihorn und Kangama. Nein, ich bin in die Gegner reingelaufen. Ja, Kangama krieg ich irgendwie so down. Poison Bruder. Wow. Bin ich in die Gegner reingerannt? Ich kann sich noch nicht mega entwickeln. Ja, das wäre einfach nur unfair. Bum, bum. Nein, Hyperfang. Warum trifft er mit Hyperfang? So. Ja, dann boosten wir mal ein bisschen Boss ein bisschen. Hier, was haben wir? Damit das stark genug ist. Und dann Giovanni zu slayen im Alleingang. So, ist nämlich gleich Level 24. Ja, alles gut. So. Oh, die brauchen jetzt nicht alle Hyperfang ein. Ah, Ratzwart ist so böse, radikal meine ich. Yeah, ich hab's so zurückgemax-damaged. So. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall einen Trank. Trank, 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 Trank. Dann, ich weiß gar nicht, warum ich da hingelaufen bin. Ich muss mich noch erst nach unten. Der ist die. Schlüsselläufer gibt es nämlich ganz unten. So, wir ignorieren einfach mal alle Items. Und merken uns, dass wir immer eine gute Taktik. Wow. So viele Damage hat Überzahn gemacht. Wow. Gehst grad. Hier lang. So, an den kann man vorbei. Black Glass. Blackgas geben wir mal unseren Garados. Wegen dem Biss. Außerdem muss Garados eine Sonnenbrille tragen. Das ist wichtig. So, hier liegt ein Item. Max Ether, wunderbar. Dann müssen wir gegen den Typen da kämpfen. Haben wir Raub gefunden. So. Kämpfen wir gegen den hier. Speedrun Style, ja? Wupp, 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 das ist Speedrun Style. Ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, es wäre besser, wenn ich Sarah von da habe. Und ich habe Sarah von den ganzen Gift-Pokémon. So, komm. Level 26. Okay, dann kann ich Psychokinese, kann ich notfalls auch für Kompression verlernen. Nein, möchte ich nicht. So, jetzt sieht man jetzt ganz schnell. Eigentlich möchte ich die Animation noch ausmachen, um es noch mehr zu beschleunigen. Ja, das sieht aber nicht mal schön aus. Das habe ich im Rivalenkampf gehabt, weil ich vergessen habe, auszumachen. Okay, gib mir den F-Key, gib mir den F-Key. So, F-Key, F-Key, F-Key. Wir müssen unten noch gegen den Typen da kämpfen. So, dann können wir erstmal hoch. Das Item nehmen wir noch mit. War Candy, wunderbar. Wer ist alles Zuschauer? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nur die Zahl. So, was müssen wir eins nach. Ich, du, Talia, wenn die noch da ist. So. Mondstein, hab kein Pokémon mit. So, hier, 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 so, und hier geht's rein. Ja, dann ist wahrscheinlich das Team schon zu Ende, tut mir leid. In einer Stunde bin ich weg, weil, wie gesagt, ich habe 19 Uhr einen Kampf. So.
Calcium erhöht die Verteidigung, ne? Was? Calcium erhöht die Verteidigung. Ne, nicht Spezialangriff. Den geben wir natürlich dann auf jeden Fall dieser Boss. Dann braucht er auch gleich ganz viel. So, dann klappen wir uns gegen die beiden Team Rocket schiebe ich noch. Eisen macht die Verteidigung. So, die haben natürlich alle Gift-Pokémon, deswegen mache ich hier noch mit Sarah. Ich muss schneller kämpfen, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Also selbst natürlich, ich meine, ich habe jetzt aber jetzt irgendwie noch den Poketurm hoch und dann noch ohne Trainer runter zu knacken und dann noch meine TM zu verlieren. Ich weiß nicht, es wird extrem knapp. Ja. Hoffen wir mal, dass kein böser Trainer mich fertig ich bin, darf. Ich glaube, ich mache jetzt echt gleich. Oh, Gift, Poison, das wäre in der Echsen schon sehr effektiv. Yay! Aber auch nein, komm, Sarah Slady ist einfach alle mal Eingang. Oh, Arbok sieht so geil aus! Arbok sieht so geil aus! Nein, Sarah Stone! Was ist noch sehr effektiv gegen Gift? Pia, denn Pia kann auch eine Psycho-Attacke. Pia muss jetzt alles weiter slayen. Ich hab, glaube, hab ich Beleber dabei? Ja, ja. Oh nein, Pia ist vergiftet. Ich muss schneller kämpfen. Animation. Animation. Das dauert trotzdem noch an. So. Oh, er setzt ein Pokémon ein, wo dieser Boss sehr gut ist. Was trägt dieser Boss für ein Item? Oh nein, ich hab's ihm. Ich hab's ihm zum Tragen gegeben, nicht zum Einsetzen. Ich bin ein Held! Kann man auch mal machen, ne? Ja, weiß ich. Ja, es ist kalt so. Nein, nicht essen, tragen. Auf das Pokémon. Auf das Pokémon. Und gegen Gift. Auf Pia. Und Super Potion. Als Fehler. Protexo. So. Schieben wir Sarah wieder nach vorne. Pflanzen müssen speziell sein, ne? Ja. Man kann sich gut merken, ne? Alle Evi und die Entwicklung sind speziell. Alle. Also. Genau. Das ist übelst die krasse Eselsbrüche. Ergo ist Eis auch speziell. Je, super, dass er mit einem Sandam anfängt. Ja. So, dann kann man dieser Boss reinsetzen. Stimmt, ich hab die ganze Zeit vergessen, dass da diese Animationen kommen. Wenn man ja irgendwie den Status-Effekt teilt. Ja. Hab ich total vertraut, dass es in der dritten Generation in Feuerrot und Blattgrün so war. Ja, richtig, das nervt ein bisschen tatsächlich. Ein bisschen nervt das. Hat das erst beim ersten Mal durchspielen gemerkt, dass die Animation da ist. Ja, ich weiß auch nicht. Weil ich sonst immer im Kampf geheilt habe und da kam die Animation nicht. Das ist richtig, ja. Bam, 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 bam. So, ja, Level 25. Okay, machen ein neues Ziel. Wir besiegen Giovanni und stellen uns vor den Turm.
Den Rivalenkampf schaffe ich heute nicht mehr. Okay. Das wird alles zu knapp. Weil das schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr jetzt keinen Mist macht, oh, es verwirrt, perfekt. Und damit ist das Pokémon auch down. Wunderbar. So, dann ist die Tür jetzt offen. Dann tausche ich Sarah mit dieser Boss. Gebe dieser Boss noch irgendeine random Beere. Halt Paralyse. Weckt auf. Poison. Konfusion. Nein. Hier, komm. Halt. Paralyse. Gif. Dieser Boss. Vergiftet werden kann sie sowieso nicht. Dann speichern wir mal tatsächlich mal. Hallo, Niki, beziehungsweise Ampelmädchen. Hey, Ampelmädchen. Ja, Bisa. Also eigentlich ist er sogar dabei. Willkommen im Stream. Yay. Und du siehst jetzt, wie ein dieser Knoss Giovanni zerstört. Fun Fact, den Ball, den er in der Hand hält, ist ein Meisterball. So. Das ist natürlich die super lame Taktik. Machen erstmal X-Speed. Denn was kann er da schon machen? Rage. Das macht keinen Schaden, dann nutzen wir X-Special. Und dann zerstören wir ihn einfach. Und dann nutzen wir Rasierplatten, das soll ihn eigentlich vernichten. Oh Gott, ja. Danke Ampelmännchen. Fürs Folgen. Rihorn nicht, so. Ich muss aber... Oh Gott, Rihorn sieht so geil aus. Nein, wie kann denn Rasierblatt missen? 95%, komm schon! Yay, Rihorn zerstört! Yay, Level 26, so, jetzt kann er mithalten. Jo, vor Kangama habe ich ein bisschen Angst. Hey, ich werde jetzt gehostet. Oh yeah. Ja. Du hoffst nur, dass ich bald aufhöre mit Stream. Weil ich 13 Uhr einen Kampf habe. Yay, Fake Out ist super, hatte ich einen Tag. Alter, wie macht denn Fake Out Schaden? Ja, Niki, ich habe auch Ampelmännchen verstanden. Ich habe aber Ampelmädchen gesagt. Ja, passiert. Nicht schlimm. Alter, Kangama, hältst du viel aus? Ich muss es vergiften! Und dann noch andere lustige Dinge machen. Ich weiß noch genau, ich habe ja gegen Ampelmädchen gekämpft auf der Gamescom. Ja. Wie? Ja. Ah. Ja. Das war mein erster Kampf und wir beide sind beide mit einem Free Event Runner gekommen, das weiß ich noch genau. Ach so. Und haben dann gegeneinander gekämpft. Du hast das Taubos eingesetzt und hast mit deinen Arcani bis auf mein Gardevoir gemacht und hat es aber trotzdem getankt. Ja. Er ist im TS, ich weiß nicht. So kann ich irgendwie ändern. Ich muss dann mal nochmal schauen. Ja, yeah, ich habe ein Pokémon mit 3 Level höher besiegt. Und bekommt dafür nicht mein Level ab. Dann hat aber jemand unter deinem Namen gekämpft. Ich habe gegen einen Rivalen gekämpft, das Ampelmädchen hieß. Keine Ahnung. Ich habe nur den Nickname gesehen, als ich denke in dem Kampf. Tut mir leid. Hat dich jemand als dich ausgegeben oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe nur gesehen, dass
gegen jemanden gekämpft habe, der so hieß wie du. Ja. Ah, hier ist auch noch ein Tätertrainer. Dam, da, dam, dam. Es kommt. So, ich glaube, das schaffen wir. So. Jetzt sind wir Sarah nach vorne. Ja, dann hat jemand ingehen am Ampelmädchen. Wow. Ich hab's halt nur gesehen. Ich hab. Die Gruppe hat sich halt Annika vorgestellt, deswegen. War halt jemand anders, aber sich jetzt intern hieß es halt so. Tja. Kann ich da nichts machen, so. Und das Bild hängt gerade. Warten noch ein paar Sekunden. Jetzt. Und ist immer noch nicht so effektiv, weil wir noch nicht 60er sind. Au, oh, macht das trotzdem viel Schaden. So. Wei, ich weiß es nicht. Ach nö, ist auch noch ein Typ. Den mache ich einfach mit Gyarados kaputt. Dum, 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 dum. Und. Oh, er hat dieses Traumato. Das ist jetzt immer noch dieses ultimative Pedo-Face. Das sieht aus, als würde es zappern. Ah. Und damit besiege ich das. Oh, ernsthaft, das reicht nicht aus. Aber es geflincht, dann kann ich es mit Tackle finishen. Genauso wie es im anderen Pokémon getan haben, die vom Team Psycho sind, zum Beispiel Kadabra beim Rival. Yay, Level 23! Komm. Lea schafft das. Lea besiegt sie alle. Es ist ein mächtiges Garados des Todes. Und ich hab's paralysiert. Bam! Garados kann ja auch Donnerwelle erlernen. Und Toxin. Wobei Toxin kann fast jedes Pokémon lernen. So. Und ich habe. Quasi jetzt Giovanni gespeedrunnt, in Anführungsstrichen. Und ich brauche noch ein Pokémon, das fliegen lernen kann. Wir brauchen bald unser Glurak. Wir müssen Glurak mal kurz aus Level 36 bringen. Ja. Könnte man mal machen. So, dann stelle ich mich jetzt noch in Lavendia vor den Turm. Mit ich weiß nicht, was ich das nächste Mal machen werde. So, erstmal die ganzen Tränen hier rumfahren. Umgehen. Wir haben noch eine Menge Trainer vor uns, die wir besiegen können. Eine Menge. So. Bam, bam, bam. So. Und dann würde ich sagen, vielen Dank allen, die dabei waren und noch dabei sind. Nächstes Mal, ich weiß nicht genau, wann ich streame, nächstes Wochenende definitiv nicht, denn dann bin ich nicht da. Vielleicht über nächstes Wochenende, mal schauen. Geht es auf jeden Fall hier weiter. Die Aufnahmen kommen irgendwann auch auf meinen Kanal. Nur die Aufnahmen vom letzten Stream gehen jetzt noch bis November irgendwann. Und das dauert noch ein bisschen. Hallo Mr. Sweeper! Wir hören es auf, weil ich gegen dich kämpfen muss, ne? Oh, geil. Ja, ja. Nächstes Mal geht es hier weiter. Hier, denkt dran, 15 Minuten, ja? Motzen hat mich schon angeschrieben. Nächstes Mal geht's hier weiter. Jo, vielen Dank dafür fürs Dabeisein, wie sagen auch an dich, ne?
bist ja, du klar, eingesprungen bist für Doodles. So ein bisschen. So, lass ich jetzt noch ein bisschen ausklingen. Geil. Tschüss. Ich stoppe dann mal den Stream. Tschüss. Ja klar. Ciao.